Tsubasa, Pete fährt, glaube ich, aktuell selbst ein 12-Stunden-Rennen in iRacing. Oder 10 Stunden. Auf jeden Fall etwas länger als wir. Sonntags, hast du denn überhaupt irgendjemanden, der dir so ein bisschen dabei helfen kann oder dir das überhaupt alles mal gezeigt hat, wie du das richtig einstellen musst oder all die ganzen Dinge? Weil das kann dir auch wirklich viel helfen noch am Anfang. Wenn du natürlich alles falsch eingestellt hast zum Beispiel und dann du fährst einfach, dann bringt es ja auch nichts, weil du einfach damit nicht klarkommst. Oder das, was Predator sagt, ne? Mit deiner Oma ein Team aufmachen und dann trainiert ihr beide. Maja, wir haben uns richtig angeschissen mit den Reifen, glaube ich. Ja, weil es halt jetzt schon wieder anfängt zu regnen, das ist das Problem. Die Die Strecke Strecke wird wird jetzt jetzt wieder wieder so so kalt. kalt. Das Ach, wird ein, das Scheiße. wird, ist alles gut, das wird ein interessantes Ding. Wir haben in Silverstone auch hingekriegt. Ja, wird schon, wird schon. Kriegen wir schon hin. Good luck, Maga. Du musst neben ihm fahren, ne? Das Was weißt weißt du. du? Ja, ich weiß. Aber er fährt halt nicht weit genug vor. Und damit ich mich nicht gleich anscheiße, warte ich, bis er vor ist. Ja, okay. Ab geht's, Chat, ab geht's.
on the right. Car on the right. Clear on the right. Ja, das hoffe ich mal auch, Mike, aber ja, mit viel Glück. Die Strecke sieht irgendwie jetzt schon so nass aus, gefühlt. Zumindest am Rand schon. Inter gibt's keine. Es gibt nur Regenreifen oder Trockenreifen. Und die Regen werden jetzt wirklich viel zu warm werden. Da hättest du auch keinen Spaß mit. Und dieses Wetter, so ein Zwischending ist zwischen Trocken und Regen oder zwischen Trocken und Nass, das ist wirklich ätzend. Du, ich weiß es echt nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es sogar in Real GT Racing, also in der Blancpain damals, überhaupt Intermediates gab. Bin ich mir echt nicht sicher. Vielleicht weiß das ja irgendjemand aus dem Chat, aber da kann ich dir leider nicht helfen. Ah, guck, gibt es nicht. Das mit dem Discord kann ich jetzt leider nicht regeln. Das müsste Dizzy machen, aber er fährt gerade. Und ja, ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, warm werden wir die nicht bekommen. Aber wenn wir jetzt auf Regenreifen wechseln würden, wären die halt viel zu heiß. So oder so sind wir gerade in einer Situation, die halt, ja, suboptimal ist, sage ich mal. Okay, ja, das könnte ich probieren, stimmt. Das ist recht, Moment. Jetzt besser, Chat, oder? Oder bin ich jetzt zu leise oder immer noch zu laut? Wunderbar, okay. Awesome!
Ja, aber bis jetzt stellt er sich schon nicht schlecht an. Also ich meine, P4 hinten ist Platz, sage ich mal. Bis jetzt geht's doch, Leute. So, wunderbar. Also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird in 12-Stunden-Regen auch mal ein Schauer kommen, sag ich jetzt mal aus meiner Perspektive. Da ich soweit, wie ich gelesen habe oder so, weiß, dass halt Wetterwechsel an ist, wird es da bestimmt mal einen kleinen Schauer geben. Hey, ich lasse ihn lieber im Fokus. Ich sage jetzt erstmal gar nichts, außer wenn es irgendwas Wichtiges ist. Es lenkt echt sehr stark ab, wenn man mitten im Fokus ist und dann einer reinquatscht. Genau, Predator. Car on the right. Clear on the right. Strecke langsam echt feucht. Bedingung steht auch auf schmierig oben, laut Dashboard. Werde ihm aber kurz mal gleich was durchgeben, dass er ein bisschen aufpassen soll, weil der Regen stark zunehmen wird in den nächsten 5 Minuten. Die kurze Info an dich, der Regen wird gleich stark zunehmen, ja. Wenn ich mach, ich fahr in die Box. Ja. Weil die Strecke steht mittlerweile schon auf schmierig in Klammern nass. Ich. Deswegen, gut. Machen wir weiter. Merkt man gar nicht. Ja, dann ist ja gut. Also fährt sich wie optimal hier. Moin Bockwurst. Es scheint fast so, als ob P5 Regenreifen hat, so wie der aufholt. Ja, es ist noch zu trocken. Jetzt ist es gerade, sage ich mal, so ein Zwischending. Ob man jetzt schon vielleicht in 1-2 Runden auf Wets gehen oder so, weil wie gesagt, der Regen nimmt jetzt sehr stark zu, laut Dashboard oben. Und gegebenenfalls hat der Porsche halt hinten schon Regenreifen drauf, weil Dobi ja gerade aufholt.
Oder fährt sogar ein Regen-Setup, ich weiß es nicht, weil er so langsam auf der Geraden ist. Car on the right. Clear on the right. Das ist, glaube ich, die weisere Entscheidung, ihn durchzulassen. Jo, vermutlich fährt der Regen-Setup. Ja, also ist jetzt schon Wasser auf der Fahrbahn, er wirft Gewicht hoch. Also ja, wie, also das Ding ist, so können wir nicht fahren, Clinton. Wir haben uns ein bisschen verschätzt, Alter. Also, geht schon, aber es ist halt echt wie auf rohe Eier fahren, ey. Also so richtig zum Zug kommen wir nicht an der Stelle. Also ich weiß nicht, ob es cleverer ist, eventuell zu sagen, wir fahren Rennen, schmeißen neue Reifen rauf, fahren Regen. Mhm. Was ist denn so in den nächsten 30 Minuten angesagt? Mehr Regen, mehr Regen, mehr Regen. Ja, weil wie lange habe ich jetzt auf meinem Stint noch? Ach, du hättest jetzt 48 Minuten noch, ja, das, also, das wird so oder so nicht mit Klicks auf die lange Zeit jetzt. Nee. Also das Ding ist halt, ich könnte jetzt reinfahren und dann fahre ich den Sprit runter. Mit den, also dass wir nur die Reifen wechseln. Weil ich kann so nicht fahren, Clint, das ist echt... Nee, nee, glaub ich dir. Das ist wie Schlittenfahren hier. Die hinter dir haben aber auch alle Probleme. Also die kommen nicht näher. Die kommen nur auf den gleichen Abstand. Der Porsche hat Regenreifen drauf. Ja, könnte ich fast meinen. Weil der kommt nämlich ein bisschen zu gut durch hier, der Gute. Das Ding ist, auf Geraden kann ich ihn halten, aber ich komme halt nicht durch die Kurven durch. Wenn du Boxen so machen würdest, ich bin angefordert. Das muss ich wieder abwehren, wenn du weiter bereitstehen möchtest. Ja, ich muss auch gucken wegen Sprit, weil der will noch mal 100 Liter nachtanken. Mhm. Also ich müsste locker noch eine Runde fahren und das kurz korrigieren. Mach, wie du möchtest. Ich würde mal kurz auf die Toilette gehen für 10 Minuten. Wäre das in Ordnung? Ja, ja, hau rein. Wunderbar. Okay. Bis gleich, gleich. Bis gleich. Wieder da. Ja, WB. Auf jeden Fall in der Box reinfahren, ne? Also, das ist auf jeden Fall jetzt sicher. Ja. Schreck steht auf nass. Abwählen. Habe ich gemacht, alles gut. Jetzt, okay. Ich musste gerade von 100 Liter Sprit runterklickern. Beim alles Fahren. Gut, alles gut. Ich habe wieder runtergegangen. Okay. Nee, habe ich nicht, Ich musste gerade 70 Liter wegklicken, weil ich will ja nicht nochmal 100 Liter im Tank haben. Dann extenden wir einfach die Stints, die wir jetzt haben. Machen wir. Also dann sind wir nachher, teilen wir uns den Scheiß doch auf. Lass das bitte die richtigen Reifendrücke sein.
Ja, das Rennen läuft schon. Noch zu trocken, ja. Für die Reifen? Die werden warm, oder? Ja, ein bisschen. Könnte aber auch sein, dass wir die falschen Drücke drauf haben, ne? Nee. Auf jeden Fall so an die 28 schon sein. Die werden einfach zu warm, weil die Schale noch trocken sind. Das ist so komisch gemacht in der Zeta Corsa, wirklich mit dem Regen. Schon 31 PS, also die Reifen, die man mal verteidigen bei den Reifen. Das ist wirklich zu kotzen, dieses Regen, das ist Wahnsinn. Die Strecke ist nass, es fliegt Gischt hoch, aber die Reifen kochen, das ist unlogisch. Fahr auf Start und zieh mal an, nehmen wir den Idealspur auf jeden Fall, ein bisschen kühlen. Yellow flag in sector 2. Versuch ein bisschen chilliger zu fahren, deine Weißbrücke hinten links scheint fast in der Mitte zu sein. Chat, sorry, ich bin hier gerade ein bisschen am Grübeln und am Überlegen, was man machen kann. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so den Blick auf den Chat habe.
yellow flag, yellow flag, be careful. Slow car ahead. Der Druck ist nur so hoch, weil die Reifen jetzt so warm werden. Das ist das Problem. Wenn die Reifen zu hohen Druck erreichen, besteht die Gefahr, dass der Reifen einfach platzt. Wenn er zum Beispiel irgendeine Vollbremsung hat, der Reifen einmal kurz blockiert, etc. Also da ist es echt dann brenzlig. Ich glaube, ab 36 PSI hast du, glaube ich, instant einen Platzer. Also einen Reifenplatzer. Und die Reifen nutzen sich schneller ab, aber das eher halt, weil die zu warm werden. Und das Problem ist halt, bei zu hohen Reifendruck, dass der Reifen sich halt, sag ich mal, nach außen wölbt. Das heißt, in der Mitte ist der Reifen dann weiter auf der, also weiter nach außen als am Rand. Und demnach hast du halt weniger Grip. Yellow Flag in Sektor 1. Wie viel soll ich runternehmen? Für den Wechsel? Dann stelle ich das jetzt schon ein. Zwei? Ja, zwei ist zu viel. Mach mal, was haben wir denn jetzt bei dir? 34. Wenn das Wetter so bleibt, mach zwei runter. Regen nimmt aber auch ab in 15 Minuten. Aber mach erstmal zwei runter. Twitch Prime is not a crime. Gib alles. Ja, Kuseba, das stimmt wirklich. Also das ist wirklich... Gehört der, ist der vor mir Blue Flag? Oder ist regulär? Moment, sehe ich nicht. Ist das Kleinschmidt? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade im Reifenmenü. Ja, nee, der ist regulär, der ist regulär. Okay. Also jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Der vor ihm hat Slicks drauf. So wie das Wasser hinten hochspritzt, würde das Auto niemals diesen Grip haben. Car on the right. Clear on the right. There's a slow car ahead. Slow car ahead.
trotzdem gute Option, dass wir Reifenregen drauf haben. Bitte? Gute Option, dass wir Reifenregen drauf haben. Ja, ich merke das gerade. Die Boys haben ja alle Schwierigkeiten hier. Also ich meine, ich fahre gerade keine unfassbar krassen Zeiten, aber ich glaube, die haben alle relativ, also die haben Schwierigkeiten. Ich gehe es gerade relativ locker an und fahre sehr viel Off-Track, also Dings hier, um die Reifen halt zu kühlen. Mhm. Dass wir damit durchkommen. Also ich würde sogar fast sagen, wir bringen den Stint zu Ende. Das sind jetzt noch 33 Minuten, es fühlt sich relativ gut an und wir kommen wieder nach vorne aufgrund der Tatsache, dass sie alle keine Reifen drauf haben. Genau, ja, ja. Also ich glaube, darauf sollten wir vielleicht pokern. Also ich stelle die Regenreifen trotzdem ein. Mhm. Car on the left. Clear on the left. Also ich habe jetzt alles eingestellt. Alle Reifen zwei PSI runter. Okay, wunderbar. Ja. Ja, das war knapp. Slow car ahead. Yellow flag in sector 2. Der war schon in der Box, Mike. Könnte sein, ich bin mir nicht sicher. Könnte der Porsche gewesen sein, ja.
Jop, jop, das war die Flix. Machst du aktuell gut, weitermachen. Genau, ihr seht, wer schon in der Box war. Wenn, also sobald die 2 vorne weg ist, sage ich mal, und nur noch eine 1 da steht, müssen die anderen nur noch einmal in die Box rennen. Das heißt, ihr habt schon einen Boxenstopp absolviert. Also aktuell wäre nur Fugawa vor uns, der schon einen Boxenstopp hat, und der ist 3 Sekunden vor uns. Alle anderen waren noch nicht vor uns in der Box.
bewegt. Die Strecke steht nur noch auf feucht. Von nass auf feucht. Das heißt, die Reifen werden wahrscheinlich wieder wärmer. Ja. Ich fahre schon so viel in der Pfütze, wie es geht. Und du musst Bescheid geben. Ja. Da kann man eh nicht viel machen. Wenn es zu warm wird, ist es zu warm. Ob der Druck jetzt zu hoch ist oder nicht, da kann man nichts mehr machen dann. Ja, das ist das Problem. Ja, wir müssen nur kurz vorm Boxenstopp dann gucken, was für eine Strategie wir fahren. Ja. Das Wetter soll erstmal auf Nieselregen bleiben, wie es aussieht. Also ich sag mal, der Porsche und ich, wir holen, glaube ich, nach vorne relativ gut auf. Und ich hole auch sehr gut auf den Porsche auf. Also den könnte man noch snacken. Jetzt nicht mit aller Gewalt, aber ich glaube, auf kurz oder lang fahren wir an dem Porsche vorbei. Okay, guck einfach, was geht. Wenn es steht, dann auch nicht schlimm. Kein Problem. Oh, er hat so langsam Schwierigkeiten. Also ich glaube, seine Reifen sind rund jetzt. Okay. Also er holt schon zwischenzeitlich hinten ein bisschen aus. Und ich fahre noch nicht am Limit, also ich fahre mehr oder weniger eigentlich Kaffee jetzt gerade, um die Reifen zu schonen. Okay. Also da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Du musst bloß, das Ding ist halt, ich würde jetzt 20 Minuten, glaube ich, noch den Stint fahren. Ich habe jetzt noch, ich meine, ich weiß nicht, wie weit ich den Kraftstoff runterkriege. Das müssen wir noch mal gucken, dann wegen Nachtanken. Mhm. Weil ich habe jetzt noch 74 Liter habe ich noch drin. Aber so lange kann ich die Reifen natürlich nicht quälen. Also müssen wir mal gucken, ob ich die Stunde irgendwie... Ob ich nach der Stunde noch ein bisschen fahre. Alles klar, schau mal. Ja. Ja, würde ich auch was vermuten, Ventus. Also, da das Wetter eh aktuell, also laut Radar oben abnimmt, also der Regen ich abnimmt. Ich habe so das Gefühl, mittlerweile ist das hier unser Wetter. Da sind wir am stärksten. Ja. Wir sind halt nicht ganz so schön Wetterfahrer. Wir haben es auch gebacken bekommen mit den Reifen, also den Puck zumindest. Ja, das machen wir dann in den nächsten 5 Rennen, wo uns regnet. Boah, aber deine linken Reifen, die werden ganz schön warm. Ja, ich weiß, ich war auch gerade ein bisschen döller gefahren und habe mich zweimal verbremst. Okay. Ja, wenn wir das Mapping runterschrauben, im Endeffekt ändert es ja trotzdem nichts an den Reifen. Also, ja, man würde weniger Leistung auf die Hinterachse bekommen, aber man kann auch einfach die CC oder halt, sage ich mal, ein bisschen mit dem Gaspedal mehr spielen. Dann dürfte das in etwa auch gehen. Und ich glaube, keiner von uns beiden hat aktuell einen Hotkey dafür belegt. Kommt noch dazu. Ja, eins ist das Schnellste. Ja, Ventus, da bin ich. Nicht der Hilbert, aber der Hilpert. Aber ja, da bin ich. Vanille, aber das bringt, sage ich mal, trotzdem im Endeffekt nichts, da durch diese Wetterbedingungen die Regenreifen eh viel zu schnell abnutzen. Das heißt, wenn wir jetzt eineinhalb Stunden, sage ich mal, mit einem vollen Tank fahren könnten, wenn wir die Eco-Mapping etwas runterschrauben, bringt es uns im Endeffekt nichts, da unsere Reifen einfach irgendwann den Geist aufgeben, ja. Das ist einfach kacke, gerade die Situation. Und der Regen nimmt immer noch Stück für Stück immer wieder ein bisschen weiterhin ab, das heißt, wir werden wohl auf Slicks fahren. Und dann könnte man überlegen, vielleicht die Eco ein bisschen runterzuschrauben. Also du kannst es
drehen und wenden, wie du es möchtest. Im Endeffekt ist es da vielleicht ein Stückchen richtig und so ein Stückchen richtig, ja? Also schwierig einfach gerade, sehr schwierig. Hast recht, mach ich auch mal. Klein gekocht. Sehr schön. Für dich noch als Information, der Regen nimmt weiterhin ab. Das heißt, die Reifen werden wahrscheinlich weiterhin kommen. Oder stärker kommen. Ich habe jetzt noch 15 Minuten. Okay. Auf dem Stint. Wenn wir das schaffen, wäre vielleicht noch ganz gut. Vielleicht sogar noch länger, je nachdem, wie die Reifen halt da aussehen. Dann. Kannst du mir gerade kurz mal sagen, wie viel Sprit ich noch drin habe? Weil, pass auf, ich würde sagen, richtig. Bitte? Du hast aktuell 67 Liter, glaube ich, so wie es aussieht. Die 67 Liter kriege ich dir auf jeden Fall nicht mehr runtergefahren, weil links ist halt, links ist rot und orange. Die gehen flöten. Ich würde jetzt sagen, wir klatschen den auf 120 Liter voll und du rammelst dann die 120 Liter einfach leer und ich nehme den Rest. Okay. Weil wir müssen dann ungefähr, würde ich sagen, kommen wir bei der Restzeit, also dann ist dein Stint halt ein bisschen länger und dann hoffen wir einfach, dass die Scheiße nicht nochmal anfängt zu regnen, weil dann sind wir, sage ich mal, im regulären Stoppfenster. Ja. So, weil, wie gesagt, vielleicht noch ein, zwei Runden, aber die Reifen sind halt echt... Wir sollten dann auf Slicks fahren und dann brauchen wir halt einen Monodruck. Ja, das müsstest du mir dann eventuell nochmal durchsagen, dass ich das umstellen kann. Mhm. Dann bleibe ich jetzt so lange draußen, bis ich das umgestellt habe, fahre relativ gemütlich und entspannt. Aber das müsstest du mir nochmal durchgeben. Warte, ich gebe dir das kurz auf der Anzeige. Dann stelle ich erstmal einen Sprit ein. Auf 70 Liter, würde ich sagen. Und dann musst du mir sagen, welche Dings hier, welche Reifen drücke, ungefähr Pi mal Öre, dass ich das einstellen kann. Ob nur plus 1 oder 2? Ja, ich würde plus 2 überall mal drauf machen. Selbst dann haben wir, glaube ich, zu wenig. Also, aber ich weiß halt nicht, wie weit die Strecke wieder abtrocknen wird dann, ne? Ja, ich auch nicht, du. Ich heiß nicht. Ich frage mal kurz den Chat, was die so meinen. Ich guck mal kurz drüber. Bis gleich. Ja. Chat, was würdet ihr sagen? Wie viel PSI gehen wir hoch mit Slicks? Alle so, 1, 2, 3, 1,8, 2,7 oder so. Denkt aber bitte dran, die Strecke ist eiskalt noch, ne? Der Reifendruck, den wir einstellen jetzt, der wird fallen, der wird nicht bleiben. Das heißt, wenn wir 28 PSI einstellen, werden wir vielleicht runterfallen auf 26,8, 26,5, vielleicht noch weiter runter, ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir werden so 1,82 PSI draufschlagen auf die 26. Wie sieht, da ich jetzt Stimme fahre, mach ich jetzt einfach den Call, pack 1,5 PSI überall drauf. Kannst du mir das Reifen für Reifen bitte durchsagen? Ich kann gerade währenddessen nicht fahren, nicht rechnen. Vorne sind 26,3 drauf, ich hab's auf. Mach zwei drauf einfach, mach zwei drauf. Sicher? Ja.
Bagger, dann willst du aber... Oder gehen. Tipp einfach 15 Steps hoch, oder? Müsst du doch auch gehen. Einfach 15 Steps hoch tippen. Ja, Bagger, ich kann nebenbei nicht zählen. Ich muss noch fahren. Also 26... Oh, 26,6 waren drauf, glaube ich. 15 drauf sind wir bei 28,1. Sehe ich das richtig? Nee, 26 Schreiber vorne drauf. 26,3. Also sind wir bei 27,8. Genau. Vorne. Okay. Dann sind wir bei dem anderen bei... Bei 27,9. Richtig. Dann sind wir bei 28,1. Ich sehe es halt nicht auf dem kleinen Bildschirm rechts. Es ist das schwierig, jetzt durchzugehen, wie viel du hochmachen musst. Oder auch ja, ist klar. Der nächste ist 26,8. Das kannst du kurz einmal gegen machen. Also sind wir bei 27,28,3. Dann habe ich 15 überall drauf gemacht jetzt. Okay. Weil ich muss rein, Alter. Die sind rot. Ja, fahr rein dann. Also ich würde jetzt noch, vielleicht eine Runde würde ich noch markieren. Obwohl, nee, komm, ich fahr rein. Ich habe jetzt 60 Liter noch nachtanken. Das heißt, du hast 120 Liter in der Schüssel drin. Alles klar. Okay. Dann fahre ich jetzt rein, ja? Mach das. Okay, gut. P3, Reifensatz 7, 70 Liter nachfüllen, 27,8, 27,9, 28,1, 28,3. Du bist Fahrer, Aufhängung, Karosserie. Wir haben 30 Sekunden Stopp mit Nachtanken. Kein Schaden, alles gut. Sieht gut aus. Ja. Okay, hast du Kamera eingestellt? Nee, warte. Discord gemutet? Obwohl, das kann ich auch machen, das ist okay. Okay, ich stehe. Okay, 30 Sekunden, ich sag dir Bescheid, ja? Jo. Okay, super. Klasse gefahren auf jeden Fall bei den Condition. War gut, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Wir haben jetzt zwei Plätze nur verloren bis dato. Vielleicht jetzt, glaube ich, noch einen. Nee. Gut, aus, wenn du jetzt reinräumst. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go. Good luck, have fun. Danke. Okay, wenn was ist, ich bin da. Alright. Du kannst voll rein. Woo! Nice, ey. Das war jetzt ein bisschen unangenehm mit den, boah, ich hab hier eine Mücke auf dem Bildschirm, sag mal, meiner. Mizi, guck mal hier. Mizi. Na, dann komm hoch. Na, komm her. So, ich mache noch schnell meinen Chat an, damit ich euch auf dem Bildschirm habe und dann bin ich gleich da, okay? Gib mir mal eine Sekunde. Muted sollte ich sein. Reifen kann ich nicht sehen. Twitch, Overlay, Triple Borders. Okay, super. So, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Fürs nächste Mal, du kannst alle Pressures auf einmal erhöhen, wenn du einen einzelnen Reifen ist die Option, alle vier einzustellen. Oh, scheiße, habe ich nicht gesehen. Fuck, Boris, danke. Danke, das ist nett von dir. Puh, das war, der Stint war anders scheiße, muss ich sagen. Also Regen, also ich fahre mittlerweile gerne im Regen, muss ich sagen, wobei andere viel Schwierigkeiten haben. Ich hoffe, dass Xentrin gut über die Runde kommt. Hoffe ich mal. Trapsis, ich grüße dich. Moin. Gideon, ich grüße dich auch. Hallo. Und danke, Chat, für die ganzen Blumen. Freut mich. Ich habe mich auch relativ sicher gefühlt, muss ich sagen. Naja, so ein, zwei Dinge waren nicht so cool, muss ich. Ich hätte zwei machen sollen. Egal. Scheiße. Ey, aber funktioniert noch. Ist so doll? Sind jetzt bei 26,3 überall. Ja, der Regen nimmt aber gleich ab. Also es wird weniger in den nächsten 5 Minuten. Also die werden noch wärmer. Wenn du dich so ein bisschen durchwühlst, glaube ich, geht's.
Was denn jetzt aber? Weiter. Seid ihr jetzt noch auf Wets? Nee, wir sind jetzt auf Slicks unterwegs. Wir haben extra jetzt uns beide, also Zentren hat für sich gecallt, er fährt Slicks, weil der Regen nimmt jetzt halt massiv ab. Und ich denke, also Xentren hat jetzt 120 Liter drin. Ich denke mal, er kann ungefähr eine Stunde 15 fahren, sodass noch eine Stunde übrig bleibt und ich dann noch ein Stintballer. Wir müssen ja nochmal kurz den Sprit ausrechnen, wie viel bei ihm übrig bleibt. Also er fährt jetzt seine 120 Liter, fährt er runter. Ich denke aber auch mit der Pelle, das sollte funktionieren für eine Stunde 10 oder so. Xentren ist ein sehr erfahrener Fahrer. Und jetzt gerade haben wir ja das Glück, dass die Reifen nicht so doll abnutzen, weil sie noch nicht so heiß sind. Darauf haben wir jetzt natürlich gepokert. Mal gucken, ob wir damit durchkommen. Schauen wir mal. Aber alles in allem, glaube ich, also die Entscheidung, dass wir vorneweg die Slicks runternehmen und mit Regenreifen fahren für die kleine Etappe, hat uns jetzt nicht so doll geschadet, glaube ich. Wir sind natürlich ein bisschen runtergefallen in den Plätzen, logischerweise, aber das können wir jetzt natürlich auch wieder gut machen, glaube ich. Also ich denke mal, das könnte funktionieren. Ich musste natürlich jetzt meinen Stint ein bisschen verkürzen, weil die Reifen so unfassbar heiß waren, dass das nicht mehr, also das war wirklich nicht mehr fahrbar. Da ging gar nichts, meiner. Ja, rein müssen wir auf jeden Fall nochmal, ja. Ich fahre auch noch, ein Stint fahre ich danach noch. Mal sehen, wir haben ja auch alle Plätze wieder gut gemacht. Also ich glaube, wir sind auf 17 gewesen oder so. Ich habe jetzt 7 Plätze nochmal rausgefahren. Das ist okay. Wir haben jetzt natürlich, wir waren eben auf 6, glaube ich. Nochmal ein bisschen runtergefallen durch den Boxenstopp. Das ist okay. Das ist okay. Also ich sag mal, für die Stärke des Fahrerfeldes bin ich damit schon sehr zufrieden. Mal gucken. Je nachdem, wie es jetzt mit dem Regen aussieht und die Reifen. Das hängt natürlich immer viel von Reifen ab. Regen, also wechselndes Wetter ist halt immer Poker, ne? Hey Siri? Aktiviere Sexy. Okay. Na du? Hat dir das auch gefallen? Fandst du das auch stark? Ruhm, Ehre und Wurstlänge. Panzertags 90, grüß dich. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal strohlen. Boah, ich war echt nervös, muss ich sagen, als angefangen zu regnen. Ich war mir nicht so sicher, ob ich das auf die Reihe kriege, aber ich glaube, unter den schwersten Konditionen fahre ich immer am besten, habe ich das Gefühl. Aber auch einfach, weil ich, weil wir sehr oft auch Regen fahren, in weiser Voraussicht, dass wir, dass andere Leute das meistens nicht machen. Das hilft uns dann, dass wir Regen trainieren. Nur drücke halt nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir das angepasst kriegen. Aber war schön. Muss ich zugeben, war schön. Ich glaube, der Porsche, ob der Regenreifen drauf hat? Ja, mehr Vorbereitung ist immer, also ja, gehe ich mit, Koseba. Wir haben bloß halt immer nicht genug Zeit, um uns so hart auf alles vorzubereiten, auf alle Fälle, weißt du? Also wir müssen halt im Rennen ein bisschen improvisieren. Die Jungs haben halt auch einen Job nebenbei und man kann halt einfach nicht alles durchgehen, das geht gar nicht. Also wir haben zum Beispiel hier uns nicht auf Regen vorbereitet. Ich habe auch auf wirklich auf dem allerletzten Pieper Xentren gefragt, ob der fahren kann. Und Donnerstag haben wir Xentren eingetragen und dann ist bei mir halt auch nicht immer so viel Zeit und naja. Aber dafür wuppen wir das eigentlich immer ganz gut. Nishindo, ich grüße dich übrigens. Moin. Und danke für deinen Resub. Ich glaube, das war heute. Hidden, Dankeschön für 58 Monate. Raven Ho, Dankeschön für 12 Monate. Uwe, Dankeschön für 4 Monate. Ericsson, Dankeschön für 39 Monate. Flash, Dankeschön für 45 Monate. Paris, Dankeschön für 53 Monate. Merux, Dankeschön für 38 Monate. Schmutzfink, Dankeschön für 13 Monate. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Resubs. Twitch heute. Prime ist. Und da kommt der Despo noch rein mit dem Prime. Dankeschön, Despo, auch an dich für dein Prime. Vielen Dank. Ich muss heute auf jeden Fall noch meine Buttonbox fertig machen.
Also ich habe ja jetzt hier quasi hier unten. Kann man jetzt nicht so gut sehen. Ich habe hier halt eine Buttonbox drauf, wo alle meine Sachen drauf sind. Also zum Beispiel Licht und sowas und Scheibenwischer, Motor, dass ich halt die Motormap ändern kann, Motor starten und sowas alles. Das muss ich heute noch belegen, damit ich das demnächst habe, weil dann werde ich mein Auto nämlich komplett ohne Automatismen steuern. Awesome! Das wird sehr cool, da freue ich mich drauf. Super gefahren. Ey, Jocker, danke schön für den zweiten Monat, Bagger. Und vielen Dank für die Blumen. Das ist nett von dir. Danke, danke. Ah, nice. Kentron ist wieder auf 8. Das heißt, die 9 hat er schon wieder gesnackt. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier gut durchkommen. Der Porsche, ich glaube, der Porsche, der hat auch Fahrerwechsel gemacht. Und der fährt, glaube ich, jetzt auch Slicks, würde ich sagen, so gut wie er unterwegs ist. Der gleiche Fahrer? Wirklich? Hat er nicht gewechselt? Ah gut, dann wisst ihr das. Das habe ich vorhin leider nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich kann auch. Deswegen ist es auch immer schön, wenn jemand dabei ist, der dir so die Infos durchgeben kann, wie Reifen ändern und sowas. Ja, viele Sachen werde ich auf jeden Fall auch auf dem Lenkrad behalten, aber manche Sachen, zum Beispiel meine, die Blackbox unten ändern, habe ich auf so einer beschissenen Taste gerade, dass mich, das kann ich nachher alles ein bisschen umlegen dann. Das werde ich, denke ich mal, heute nach dem Stream noch mal ein bisschen vorbereiten. Ja, bei dem war die Reifen, glaube ich, einfach durch, Postheber. Der ist nicht gut aus der Pötte gekommen. Aber dann ging es bei mir über die Reifen los. Zum Glück sind wir früh genug rein. Also ich glaube, wenn wir jetzt noch ein, zwei Runden mit den Reifen, mit den Regenreifen gefahren wären, wäre das schief gegangen, glaube ich. Moinsen, Magger. Tag, Jesacht. Dankeschön, Horny. Ja, meine Reifen, wollte ich gerade sagen, deswegen bin ich auch so ganz akut reingefahren, weil die waren schon so rot, die wären, glaube ich, abgesegelt, du. Aber es war halt auch einfach, es war aber auch einfach nichts mehr zum Kühlen da, weil, also auch off, also weg von der normalen Rennlinie war einfach kein Wasser mehr, um die Reifen runterzukühlen. Man hat das gemerkt. Sonst hat man immer noch so 0,23 PSI pro Stecke immer mal ein bisschen rausholen können vom hart Abbremsen, aber das kostet nachher zu viel Zeit. Guck mal, hier siehst du halt auch schon, die außen neben der Rennlinie ist so trocken mittlerweile, da liegt nicht mehr viel. Da liegt nicht mehr viel, du. Wovon hast du? Druck aktuell perfekt. Ja, siehst du, dann haben wir doch top gepokert, meiner. Also der Porsche hinten, weiß ich nicht, auf was für Stiefel der noch fährt, aber der kommt relativ gut noch mit. Also wenn du weiter so burgst, dann läuft der Hase. Alright. Sieht ganz gut aus. Und auf den vorne machst du auch guten Meter. Kommst du gut klar? Läuft? Ja, passt. Super, super. Ah, der Regen, also Regen ist für uns halt mega Vorteil. Regen ist super, super Vorteil, weil wir so viel Regen schon gefahren sind. Also auch bei uns in den Community-Rennen sind wir halt mit Regen gefahren. Ich liebe Regen, ich fahre unglaublich gerne in Regen, im Regen. Das Einzige ist halt noch das mit den Reifen, das haben wir noch nicht so auf die Kette gekriegt. Also mit den Reifen drücken, ansonsten passt das eigentlich auch so von der Traktionskontrolle her, war es ganz okay, glaube ich. Ich bin mit 6 gefahren. Hätte man, glaube ich, man hätte noch 5 fahren können, wobei gerade vorne die ersten Schikanen mit dem Rollen, die waren schon. Nee. Die waren ein bisschen schwieriger. Und die Kurve war auch ein, zweimal ein bisschen unangenehm.
Dizzy, hat dir jemand Vorlagen für die Belegung des Streamdecks, also Buttonbox, gegeben oder hast du die selbst gemacht? Oh, Yoga, da ist ein YouTuber, ein Deutscher, der hat ein richtig krasses Setup. Mir fällt sein Name immer nicht ein. Das ist ein super, super lieber Typ und macht unglaublich tollen Content. Und der hat dafür welche kreiert. Mir fällt sein Name nur leider immer nicht ein. Der hat ein weißes, ein gelbes Symbol bei YouTube. Also Logo oder Dings hier. Mir fällt das nicht ein, Jocker. Der hat ein riesiges Set dafür zusammengebaut. Und die anderen für Teamspeak und so, die habe ich mir bei Nerd or Die, habe ich mir die besorgt. Oh, mir fällt sein Name nicht ein. Ist auch ein Deutscher. Der hat ein richtig krasses Setup. Den haben wir auch schon im Stream geguckt. Vielleicht kommt jemand aus dem Chat drauf. Der hat auf jeden Fall so eine Vorlage gemacht, auch für GIMP, also dass man sich selber welche machen kann. Und bei dem habe ich mir das Paket runtergeladen. Ich werde das auch, wenn die Buttonbox fertig ist, dann kommt das auch mit ins Setup-Sheet rein. Da werde ich dann das auch alles mit verlinken, Leute. Ich habe das nur jetzt noch nicht gemacht, weil ich die Buttonbox noch nicht fertig habe. Ich warte noch. Die kommt aus Amerika und dauert 4 bis 5 Wochen, bis die da ist. Nee, Denso heißt der nicht. Irgendwas mit Drive. Ich komme nicht auf den Namen. Let's Go Race, genau. Let's Go Race heißt der. Genau, super netter Typ. Den könnt ihr auch, wenn ihr Bock auf Racing-Content habt, ohne blödes Geschwafel und Influencer-Blödsinn, könnt ihr dem zugucken. Super Typ. Fährt auch alles Mögliche. Und hat ein super, super schönes Setup. Genau. Let's Go Race. Bei dem, der hat die Dinger fertig gemacht fürs Streamlet. Genau. Genau, da müsste das mit drin sein. Da müssten wir mit drin sein, ja. Oh, guck mal, Xandrin versucht auch noch ein bisschen die Reifen zu kühlen. Scheinbar. Aber Regen ist weg. Mal sehen, ob es nochmal anfängt. Dankeschön, Frank. Sind denn die Bremse drin? Nee, sah nur so aus. Was sagen die Reifendrücke? 28,5. Das ist ein bisschen heiß, oder? Oh, geht. Mal gucken. Okay. Doch, geht's. Ja, 28,5 ist schon ein PSI drüber. Also 27,5 ist Maximum für optimal. Eieiei. Yikes. Na gut, Strecke wird immer wärmer. Wir hätten vielleicht nur ein PSI rauf machen wollen. Naja, gucken wir mal. Mittlerweile 29. Schmierig. Also nicht wird schwierig, sondern wird schmierig.
Guck mal, krass, vorne der Erste, der hat noch nicht einen einzigen Stop gemacht. Ja, lass ihn erstmal fahren. Vielleicht schont er die Reifen zwischendurch noch ein bisschen. Mache ich aber bald, ja. 28,5, dann müssen wir theoretisch ein PSI runter. Ja, das ist auch nur, glaube ich, so einigermaßen hingemacht. Gerard. Sein Rennen fährt am Limit, ja. Du könntest vielleicht ein bisschen entspannter fahren, dass die Reifen vielleicht ein bisschen runtergehen. Also einen am Limit, eine langsam. Ja, zu warm sind sie ja nicht. Ja, falls es passieren sollte, ja. Weißt du? Dafür nur heute normale belagert auf der Straße, dafür wieder Wärme mit, weißt du? Ja, wir sind bei 20 Grad Stecktemperatur, also wir sind schon 2 Grad mehr als vorher. Mhm. Aber bis dato sieht es ja erstmal ganz gut aus. Und solange sie nicht rot sind. Nein, die sind noch grün, aber wie gesagt, der Turm ist halt ein bisschen rot. Ja. Aber geht schon. Ja. Ich liebe diese Rennen, ne? Ich könnte das echt jedes Wochenende machen, aber ich glaube, dann wird es für euch auch langweilig. Ich finde Teamrennen super interessant. Guck mal, die ersten haben alle gut gepokert und waren noch nicht so häufig drin. Schöninger, gut, die sind halt aus der Wertung, die fahren einfach so ein krasses Tempo. Ja, ich weiß ja nie, was die erzählen mit euch. Also, die Jungs. Ich weiß nicht, ich krieg nichts mit beim Fahren. Das ist der Lamborghini hier vorne, ne? Aber der ist schon in Sicht. Im Grunde wie du, Nils, halt mehr Fragen beantworten. Ja, mich fragt ja keiner was. Was soll ich denn beantworten? Ja, das kommt da auch kostbar. Also alle Rennen, die ich fahre, kommen bei YouTube, ja. Also das wird auch geschnitten, gecuttet und dann kommt das hoch für euch. Bei YouTube, genau. Jetzt gerade heute ging ja die Mafia-Serie los. Also Mafia kommt jetzt raus übers Wochenende für euch. Montag kommt dann wieder Dings hier. Among Us. Und dann schieben wir da irgendwo noch dieses 3-Stunden-Rennen rein, denke ich. Denn die beiden Reaktionsdinger von heute, die kommen dann noch hoch. Also kommt noch ein bisschen Content auf euch zu. Ich habe Among Us gespielt, Mike, ja. Warum habe ich das nicht gesehen? Wahrscheinlich, weil du dich die Glocke aktiviert hast bei YouTube. Oder mir da noch nicht folgst.
War es geplant, dass heute Mafia 2 Videos kamen? Ja, das war geplant. Das kommt jetzt übers Wochenende, Koseba. Also ja, das ist so geplant. Hast du das gar nicht gestreamt? Nee, Mike. Nee, hab ich nicht. Ich nehme gerade mit einer sehr coolen Gruppe zusammen Among Us auf, damit das exklusiv Content für YouTube bleibt. Also damit es da halt auch einen Grund gibt, den zu abonnieren. Das ist genauso wie die iRacing-Serie. Die spiele ich auch nicht auf dem Stream, sondern nur off-stream. Also das ist, kommt exklusiv wirklich nur dort. Ah, geil. Zentrum kämpft sich ran vorne. Der Lambo scheint wohl ein paar Probleme mit dem Reifen zu haben. Keine Ahnung, wann ich das reinquetschen soll zwischen der Arbeit. Naja, ich release immer ein Video um 10 und eins um 14 Uhr. Also eins für die Mittagspause und eins für den Feierabend nach Hause fahren. Also so der Plan. Ich weiß nicht, wie lange ich das standhalten kann. Also da muss ich halt echt jeden Tag ganz schön eine Menge rausböllern. Mal gucken. Wir haben jetzt am Mittwoch, ja, am Mittwoch nehmen wir wieder Among Us auf. Also wir nehmen meistens immer 4 Folgen auf. Also da ist meistens die Woche relativ safe. Aber nächste Woche zum Beispiel kommen immer Doppelfolgen. Also Montag kommt eine Doppelfolge, Mittwoch kommt eine Doppelfolge und am Freitag kommt eine Doppelfolge. Also ich glaube mal, ich werde auf Dauer diesen Pace auf beiden YouTube-Channeln und meinem Stream nicht halten können. Mal gucken. Mal gucken. Schönes Ding. Nicer Dicer. Schön gesnaggert. Danke. Aber der Lambo wird wahrscheinlich Probleme mit Reifen haben. Sagen ein Video pro Tag. Ja. Du, ich sag mal, dieser Reaction-Content, Divinum, das ist jetzt nicht. Boah, also, ich hab Puls gerade. Holy shit. Wieso das denn? Keine Ahnung. Mag aber nicht, dass du hier gleich in Hose kackst wegen nervös, Pupi. Nee. Okay, okay. Ja, dann vorm Schlafen gehen, Mike, oder so. Ganz entspannt. Bei YouTube läuft das ja nicht weg. Das läuft ja nicht weg bei YouTube. Ja, der Lambo war jetzt einmal drinne. Da wir bei 1,43 sind, gehe ich davon aus, dass der Regenpelle drauf gemacht hat. Der wird wahrscheinlich mit Regenpelle unterwegs sein. Vermute ich mal. Und die ist jetzt, glaube ich, am Kochen. Die wird jetzt am Kochen sein, denke ich. Wobei sich das noch anhört, als wenn der noch hinter Xen drin ist. Kommt er da noch? Oh, der fährt noch weiter. Der quält seine Reifen, glaube ich. Der wird seine Reifen... Naja, man weiß es nicht. Also, drinne war er schon einmal. Da steht ja, also bei Herrn D. Linke steht ja eine 1 daneben. Das heißt, einmal war er schon. Die ersten beiden waren noch nicht in der Box. Die waren noch gar nicht drin. Oh, den überrunden wir schon, oder? Wo ist das, Windhausen? Ne, Windhausen fährt ein Bentley. Das heißt, hier sind wir schon bei der Überrundung dran. Nee, Windhausen ist 5, fährt Bentley, ist 2,7 Sekunden. Also der nächste, den du da vor dir siehst, der ist ein Mitstreiter. Also an dem bist du dran mit 2,6 Sekunden. Der war erst einmal in der Box drin. Das heißt, der könnte noch auf Regenpelle unterwegs sein. Okay. Ansonsten noch hinten. Ich glaube, dafür fährt das zu schnell. Regenreifen jetzt bei der Mitte. Ja, die Pelle wird aber schon runter sein, denke ich mal gut. Ja, der fährt noch so 10, 20 Minuten wieder noch fahren.
Auch mal gucken, kommst auf jeden Fall gut ran. Also machst richtig gut Meter auf den. Wenn du den Pace beibehältst, dann snackst du den auch noch weg. Okay, gut. Oh, ich kann endlich sehen, wenn ich gemutet bin. Oh, so nice. Ja, der ist auf jeden Fall viel schneller als der Bentley. Das ist gut. Ich meine, wir fahren 2-3er Zeiten aktuell. Oder Xcentrum fährt 2-3er Zeiten. Das werde ich nachher nicht schaffen, denke ich. Also, muss ich mal gucken. Nee, der war nicht knauserig. Kosteva, ich wollte nur das Kleine. Ich brauche keine, so viele Button brauche ich da nicht drauf. Also die Buttonbox selber hat ja auch noch 4, 8 Knöpfe extra. So viele Button brauche ich gar nicht. So viele Funktionen hat ein Auto überhaupt nicht. Also, wenn das in die Buttonbox reinkommt, sind nochmal 8 Button extra. Also 4 Drehregler und 4 Button. So viel brauche ich nicht. Außerdem würde die hier nicht hinpassen, passen platztechnisch gesehen. Ich muss halt, ich habe durch das ganze Stream-Zeug ist hier alles voll. Also wirklich alles. Hier hängt ja schon ein Bildschirm, hier kommen noch 2 Bildschirme, da oben kommt noch ein Bildschirm, hier die Buttonbox, hier ist halt alles belegt. Hier ist kein, nirgendwo mehr Platz. Come on, baby, give daddy some loving. Dizimo, Dizimo. Matthias, Dankeschön für 49 Monate und willkommen zurück. Vielen Dank. Also hier ist halt grundsätzlich auch kein Platz mehr. Ne? Das hier kommt nachher ein Stück runter, dann kommt hier ein Bildschirm hin, hier hinten, also hier kommt noch ein Bildschirm hin, hier kommt noch ein Bildschirm hin, hier kommt die Buttonbox hin, hier ist kein Platz mehr. Also hier ist irgendwann ist alles dicht. Hier geht nichts mehr hin. Hey Draconi, Moinsenmager, wie geht's dir? Lange nicht gelesen. Oh, wie er da sich schön ranknuspert an den Bentley. Das ist sehr geil. Was haben wir davor? Wie viel? Danach kommt Felg. Da werden wir Schwierigkeiten haben, denke ich, dass wir da rankommen an Felg. Die sind echt schnell. Also, schnell im Sinne von Zentren schneller, aber... Wenn ich in meinem Stint drin sitze nachher, mal gucken. Ja, den wird er jetzt klein knuspern, denke ich. Meinst du die hier? Ja, lasse ich sehr gerne laufen. Lass ich sehr, sehr gerne laufen. Batzen, wenn ich dran denke. Ich konnte bei dem Regen, habe ich nicht genug Gehirnkapazitäten gehabt, um das noch umzustellen. Aber sehr gerne, ja. Ulf Gander, ich habe ein Clubsport BMW. Ja, Clubsport BMW von Fanatec.
Er hat schon Schwierigkeiten. Der Bentley. Mein Stint-Equi war ziemlich gut, glaube ich. Ulf, Gander, du kannst auch gerne Ausrufezeichen Setup eingeben. Du kannst dein Ausrufezeichen Setup gerne eingeben und dort kannst du auch nachsehen, was ich habe und benutze. Was ist das für ein komisches Geräusch beim Bremsen? Bremsen. Das sind die Bremsen. Voll gut. Die haben übrigens keine Keramikbremsen. Das sind keine Keramikbremsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt nicht vorbei. Der Bentley bremst sie ein bisschen aus, aber jetzt nicht wirklich akut. Wie läuft's? Wir sind P6, Stulten. Wir haben gerade im Regen, sind wir auf 17 runtergefallen, bis 7 wieder runtergefahren in meinem Stint und Xanthan hat vollen Tank jetzt und guckt dann, dass er wie lange er jetzt durchkommt. Bin jetzt an P5 dran, verfolgen den mit sehr viel Druck. Mal gucken. Also relativ gut Stulsen, würde ich sagen. Müssen wir auf Klo. Fällt nicht rein, der Bentley. Segi, die Blase Lentes, hat also einen guten Sinn abgeliefert. Ich glaube, der war gar nicht so scheiße, nee. Also für die Verhältnisse, ich bin halt im Regen gefahren, ne? Also Starkregen. Dafür war der gar nicht so verkehrt, glaube ich. Für Starkregenverhältnisse. Boah, der wuchtet den da aber auch rein, du. Mein lieber Mann, das kann, glaube ich, hinten raus ein bisschen in die Hose gehen. Die 5 nervt ein bisschen, ja. Aber, also ich sag mal, da Xanthan jetzt nicht so einfach dran vorbeikommt, ist der schon schneller. Der beschleunigt halt besser aus den Kurven raus. Das Ding ist halt, der Lexus... Ich komm einfach nicht vorbei. Ja, ich weiß, du brauchst halt einfach mal kurz vor der Geraden einen besseren Ausgang. Also hier jetzt zum Beispiel, dann könntest du ihn nicht snacken, weil auf Geraden ist er langsamer als du.
Der bremst Xentrin fast eine Sekunde aus pro Runde. Also Xentrin fährt so eine 2-3 ungefähr. Und halt die langen Geraden, die er wegnimmt, ne? Ist halt auf dem Fehler pokern und mehr Druck machen. Bleibt ihm was anderes, bleibt dir nicht übrig. Du kannst nur auf seinen Fehler pokern. Also kommst du nicht dran vorbei. Also nicht, dass er unsagbar hart zumacht, aber reicht halt nicht. Hier schmeißt er den Bentley auch immer richtig in die Kurve rein. Da fährt Xentra ein bisschen safer. Xentrin muss viel, viel früher bremsen immer. Oh, der ist gut, der ist gut. Scheiße. Das hätte was werden können, aber da hat der Bentley, glaube ich, nochmal kurz nachgebremst. Was ich übrigens mittlerweile als sehr valide Taktik finde. Einfach nochmal kurz vorm Kurvenausgang den Hintermann auszubremsen und dann ist zwar arschig, aber bringt eine Menge. Wenn er jetzt hier einigermaßen gut dran bleibt, könnte es vielleicht was werden. Der macht richtig dicht, der Bentley. Der fällt gut. Oh, das könnte vielleicht scheiße gewesen sein. Der Aufsetzer. Ja, der Aufsetzer war richtig kacke für ihn. Aber das reicht nicht. Der macht jetzt zu. Mal sehen, vielleicht Xentrin außen. Aber reicht nicht. Der ist nicht... Oh, doch, nice. Nice. Da ist er sehr weit außen. Doch, das reicht. Wir haben... Schönes Ding, nice. Schönes Ding. Danke. Aber kannst dich bei ihm bedanken, er hat zurückgezogen beim letzten. Sonst hätte ich weggemacht. Ah, da hat der Bentley noch zurückgezogen, fairerweise. Also, Windhausen, falls dich dieser Clip erreicht, sehr gut. Fair gefahren und du hast den, wie sagt man... Oh, mir geht die Pumpe, ne? Holy shit. Oh, hat nicht zugemacht. Und am Ende hat er noch zurückgezogen. Jetzt wird der Bentley erstmal wieder attackieren, denke ich. Was sagen die Reifen? Fühlen sich noch gut an. Okay, super. Fokus wird immer noch zu hoch, aber fühlt sich gut an. Was hat der Sprit? 57 Liter noch. So, eine halbe Stunde schaffst du noch. Ein bisschen knapp über eine halbe Stunde, denke ich. Sieg doch. Ich fahre zusammen mit Xentrin. Ich bin den ersten Stint schon gefahren. Also ich bin schon circa dreiviertel Stunde auf der Bahn gewesen. Aber bei mir hat es gepisst aus Eimern. Ich habe Regenreifen gehabt und dann hat der Regen aufgehört und meine Reifen waren unfassbar heiß. Ich musste nach circa 50 Minuten musste ich in die Box und jetzt gerade bin ich quasi on hold und warte, dass Xentrin sein Stint fertig ist, sozusagen. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich würde mir, glaube ich, auch... Mache ich mir ein Brot? Nee, das dauert zu lange. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe noch schnell Pipi machen. Aua!
So, wieder da. Puh. Na, jetzt fährt Xendrin auch wieder starke Rundenzeiten. Mit freier Bahn. Gucken, ich muss das nachher natürlich auch alles halten, ne? Ich fahre natürlich nicht das Tempo, was Xendrin fährt. Also das, was er jetzt fährt, das schaffe ich auch, aber... Mal gucken. Ja, in den ersten Schikanen musst du nicht wirklich viel bremsen. Also, da lässt man viel rollen, Mike. Darf ich mal fragen, wie es ist mit deiner Sucht? Was meinst du? Mit Rauchen? Ich rauche nicht mehr. Ich habe aufgehört. Also ich vape mittlerweile, also ich vape noch, aber ohne Nikotin. Bei mir hat sich die letzten paar Wochen, ich habe so das Gefühl, ich habe mein komplettes Leben auf links umgekrempelt. Ich habe so das Gefühl, ich habe alles auf links umgekrempelt die letzten paar Wochen. Feels good, man. Xendrin, wenn du die Reifen einstellen solltest, du kannst dort irgendwo einen Haken reinsetzen, dass er für alle das übernimmt, ne? Da musst du nicht jeden einzelnen Reifen einstellen. Wie meinst du? Also falls du jetzt in der Blackbox da die Reifen einstellst, gibt es irgendwo einen Haken, dass du alle Reifen auf einmal einstellst. Okay. Ja. Wie das wohl kommt, weiß ich nicht, Stulsen, wie das kommt. I don't know. Ich würde dir aber Standarddruck geben, wie wir angefangen haben. Weil ich bin jetzt 2 PSI drüber. 1,5 haben wir hochgemacht, da wirst du im optimalen Netz sein. Ja, dann hau rein. Also wenn ich richtig liege, denke ich mal schon. Also irgendwie. Ja, theoretisch haben wir 2 hochgemacht. Ne, 1,5. 1,5, hoch. Ja. Genau. Ich bin genau 1,5 drüber. Ich bin jetzt auf 29 ungefähr. 29,5, 29,0 so bei manchen Reifen. Naja, dann passt das doch. Nee, das hat mit meiner Freundin hat das nicht wirklich was zu tun, Leute. Nee. Das hat damit nicht wirklich viel zu tun. Ein bisschen, aber nicht alles. Also rauchen auch, aber nicht alles. Nee.
Wie sieht's vorne rum aus? Alter, die haben schon eine Runde Vorsprung. Großkopf und Masuran. Holy shit, Junge. Maga, die sind aber zügig unterwegs. Zählt man als Nichtraucher, wenn man doch mit Nikotin vape? Weißt du, ganz ehrlich, Rauchen ist für mich Rauchen, Vapen ist Vapen. Also wie gesagt, ich habe jetzt Rauchen nicht mehr. Ich habe noch ein bisschen Nikotin drin, aber schon fast nichts mehr. Weil ich habe am Anfang hab ich mit Nikotinpflaster angefangen. Das habe ich einen Tag gemacht, habe gesagt, das ist scheiße, mache ich weg. Und dann habe ich die Kacke einfach komplett liegen gelassen. Und jetzt wird es immer weniger. Also jetzt habe ich noch zweimal Nikotin mit ein bisschen was und ich mittlerweile merke ich, dass ich das gar nicht mehr brauche. Bei mir geht es einfach nur darum, ich fresse gerade wie ein Scheundrescher. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich muss mich richtig zwingen, nicht zu essen aus Langeweile. Das ist der einzige Nachteil. Was guckst du dir? Ah, du nimmst die Mücke auseinander? Super. Die Katze macht die Mücke weg. Habt ihr die gesehen? Ja. Der Kleine fängt Mücken. Ist die Mücke noch? Ich weiß, du kriegst sie. Tu es. Ja, und Fake ist ja gleich dran. Du bist übrigens gleich vorne, der Ferrari vor dir. Also nicht der Audi, sondern der davor, der ist das Platz 4. Okay. Der hat echt Schwierigkeiten, also den hast du schon 15 Sekunden abgeknapst. Nee, für mich ist das egal, Lexus, mit dem, das ist mir, ich riech das nicht mehr so intensiv. Der wird wahrscheinlich jetzt reinfahren, denke ich. Der wird vermutlich reinfahren, denke ich, der Ferrari. Also entweder hat... Der sieht auf jeden Fall nicht so aus, als hätte er Schaden, oder? Nee, nicht wirklich. Aber der muss irgendwas haben. Vielleicht war nämlich am Anfang super schnell. Da sage ich, der war komplett blank. Okay. Ja, der war komplett blank. Den hast du die letzten 4 Runden 50 Sekunden weggefahren. Also da muss irgendwas im Argen gewesen sein. Mhm. Sehr geil, nice. Wie sieht's bei dir aus? Kommst du noch gut durch? Ja, ja. Maga, ich glaube, wir fahren hier gerade richtig stabiles Rennen, mein Freund. Ich hoffe doch. Wie viel Sprit hast du noch drin? 40 ungefähr. Willst du die also denkst du kannst die komplett runterfahren? Aktuell würde ich mal sagen, ja. Also mach nicht auf Krampf. Wir haben jetzt noch eine Stunde 16 auf dem Tacho. Und wir kommen echt gut vorwärts. So. Also wie gesagt, aktuell fühlt sich gut an. Du hast jetzt auf Platz 3. Kann ich dir aktuell nicht sagen, wie viel du hast, aber sage ich dir gleich. 27 Sekunden auf Platz 3. Okay. Aber was für ein Rennen schustern wir denn wir heute hier hin, du? Juhu! Ja gut, man muss dazu sagen, wir sind von 2 gestartet. Auf semi-beschissenen Konditionen. Es hat geregnet und wir hatten Slicks. Also wir sind in Starkregen reingefahren mit Slicks. Das war ein bisschen blöd. Reifendruck passte überhaupt nicht. Also, was sagt die Streckentemperatur? 22 Grad. Für 24 Grad waren die Reifen ausgelegt. Aus dem Preset.
Und eins, also ich sag mal, 2-3 schaffe ich, würde ich sagen, auch noch im normalen Pace. 2-3, 2-4 rum könnte ich schaffen, wenn ich mich richtig konzentriere und meine Schuhe runterfahre. Dann sollte man eigentlich relativ safe sein. Außer, der Basorad kommt hinten angeflogen. Leck mich am Arsch. Dann sollten wir eigentlich vielleicht Windhausen, keine Ahnung, wie viel wir da jetzt noch rausfahren. Der wird uns auf jeden Fall noch snacken, 5. Im Boxenstopp. Gehe ich ganz stark von aus, der wird uns noch snacken. Wären wir bei 6 und dann kommt es drauf an, wie ich den Stint runterfahre. Ich fühle mich relativ gut heute. Für eine konstante Zeit. Ich glaube, wir haben richtig gepokert. So wie wir gepokert haben. Zwar natürlich hätte besser laufen können, aber... Windhausen muss nochmal rein, das stimmt ja. Also das... Moment, wir gucken nochmal schnell. Windhausen und Stöckmann müssen noch rein. Das heißt also, 5 und 6 könnten wir locker snacken. Fürstenberg ist 26 Sekunden hinter uns. Der wird, denke ich, auch nochmal reinfahren, weil das vom Sprit nicht reicht. Also wir könnten auf 4 rauskommen. Dann muss ich aber wirklich einen guten Stint fahren. Stabilen. Dann muss ich wirklich einen stabilen Stint fahren. Einen sehr stabilen. Naja. Das ist die... Also es gibt in GT-Klassen AM für Amateur, Silver, Grau und Pro Weiß. Normalerweise sind wir eingeteilt in Kategorien. Siegt nur dieses Mal nicht. Also wir fahren, also ich fahre in der Liga, Zentren fährt nicht in der Liga, der ist nur mein Teamkollege. Normalerweise wäre ich rot für AM. Und Grau, Silber. Warum das jetzt so gerade eingeteilt wurde, weiß ich nicht genau. Kann ich nicht sagen. Nee, Masurat, ich weiß nicht. Masurat fährt mit Großkopf. Also der fährt nicht alleine, glaube ich. Außer Großkopf absolviert nur eine Stunde oder so. Ist Großkopf schon gefahren? Ich weiß es nicht genau. Also ich meine, 3 Stunden alleine fahren ist okay, also es geht. 3 Stunden schnell fahren, das ist krass. Also generell, jeder, der so ein Rennen abschließt, egal ob du eine Stunde Stint fährst oder 3 Stunden Stint, ist krass. Ist einfach krass. Seit wann gibt es denn einen komplett in schwarz-rot? Ein Lexus? Wir sind sogar der schnellste Lexus heute, ne? Ja. Nee, das geht nicht. Null, das kann nur der Fahrer. Die Reifendrücke kann nur der Fahrer. Oh, ist ein P3. Ja, du hast gerade Schöninger überholt. Der war... Nee. Hä? Ich glaube, es ist jemand rausgeflogen. Naja, optimal. Also wir werden potenziell, haben wir gerade mal durchgerechnet, 4 sollte drin sein. P4. Okay, der wäre noch nice, oder? Weil hinter uns sind müssen fast alle noch stoppen. Also die beiden hinter uns müssen stoppen. Die haben jeweils noch einen Stopp.
Und danach der nächste ist über 30 Sekunden weg. Also könnte für uns passen. Aber warum sieht man denn Schöninger nicht mehr? Ist er so weit zurückgefallen? Ach, da ist er. 7. Ja, tatsächlich. Der war in der Box. Platz 7. Ja, dann wird Schöninger jetzt wahrscheinlich den letzten Stint durchknattern. P7. Ja, habe ich gesehen. P7, danke. Puh. Schöninger ist aber viel, viel schneller und es ist trocken. Schöninger ist schön Wetterfahrer. Aber da ist er schnell. Der kleine Lümmel. Also viel sollte drin sein. Wenn Xentren fährt jetzt noch 9 Minuten den Stint durch. Dann übernehme ich, gehe ich von aus. Der macht jetzt seinen Tank leer. Puh. Jetzt wäre ich aber ein bisschen nervös, muss ich sagen. So ehrlich möchte ich mal kurz sein, wa? Was sagen die Reifen? Noch gut. Sprit? 8 Runden circa noch. 27 Liter. Willst du die komplett durch? Bin ich starf? Oder willst du fahren? Mir ist egal. Na, du hast jetzt noch, wir sind bei 1 Stunde 8. Wenn du, was hast du gesagt, 8 Runden? Ungefähr, ja. Könntest du machen, weil dann, also dann kann ich halt richtig aggressiv 40 Minuten die Reifen quälen. Also dann ja, kann ich wirklich komplett richtig rasieren. Also aktuell fahre ich die ganze Zeit die gleichen Zeiten. 2,5, 2,3, 2,6. Ja, das schaffe ich dann auch. Also ich kann dann richtig reinrasieren. 2,5, 2,4, 2,6, 2,2. Ja, dann guck, wie es geht mit Reifen. Und dann mache ich Quälestint. Wie, okay. wie bei den Regenreifen dann. Vor allen Dingen, außer du willst fahren. Hm. Natürlich will ich fahren, aber wir müssen ja auch Teamentscheidungen treffen. Danke, Memory. Vielen Dank. Also freut mich auch, dass ihr da so, ja, ich sag mal, so mit Ambitionen alle dabei seid und auch viel mitdiskutiert über Taktiken und auch so immer Fragen stellt. Das finde ich sehr, sehr schön. Also das zeigt mir auch, dass ihr da Bock drauf habt, was ich wirklich toll finde. Das hätte ich, als ich damals mit Racing Content angefangen habe, nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das cool ist oder nicht und naja... Wie sieht's nach hinten aus? Hinten waren jetzt alle drin, ne? Schöninger, okay, Schöninger. Windhausen ist jetzt auf 9 mit Felk. Felk könnte noch schwierig werden, weil Felk ist mega schnell. Also der war vorne auch sehr schnell und sehr konstant. Müssen wir mal gucken. Aber 4 sollte theoretisch noch drin sein. Wenn ich einigermaßen gut durchkomme, ohne große Schnitzer, dann sind wir bei 4. Stöckmann muss noch rein. Schöninger wird ja, also Schöninger werden wir nicht schaffen. Der wird auf 3 landen wieder. Weil der echt schnell ist. Der ist wirklich schnell, der Schöninger. Und der wird jetzt vermutlich auch die letzte Stunde durchfahren, weil der muss nicht mehr in die Box. Masurat fährt auf jeden Fall noch rein. Marx auch. Also ich glaube, wenn Schöninger Glück hat, wird Schöninger sogar auf dem Podest landen. Also wenn der weiter so viel Ballett macht jetzt und hinten raus einigermaßen konstant fährt, könnte der auf 1 landen. Also ich kann Schöninger nicht halten. Sind wir mal ganz ehrlich. Und ich glaube, auf Dauer fahren die auch ziemlich schnell, was sie bis jetzt auch schon bewiesen haben. Kommt darauf an, wie Masurat sich jetzt schlägt, weil der ist ja, der fährt ja Gegenstrich. Also ganz ehrlich, es ist das beste Rennen, was wir im Team jemals gefahren sind bis dato. Also egal, wir werden Top 10. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, wir werden Top 5. Das war das beste Rennen, was wir gemacht haben. Also trotz Schwierigkeiten so weit nach oben zu fahren, ist gute Leistung, würde ich sagen. Also da können wir uns freuen drüber.
Da können wir uns sehr drüber freuen. Und vor allen Dingen auch in dem starken Fahrerfeld. Das war wirklich stark, das Fahrerfeld. Ist stark. Ist. Da müssen wir auch mal ein bisschen Selbstbeweihräucherung machen, ne? Was ein schönes Auto, dieser Lexus, ne? Der macht halt echt Karl Rasur auf der Geraden, dieses scheiß Auto. Das ist einfach, weiß ich nicht. Das ist so ein Panzer auf den Geraden. Mac, Mac, Platz machen, Mac, Mac, ich komme, Mac, Mac. MVP, go MVP, dankeschön für die netten Worte. Romulus, dann viel Spaß, aber steig nicht so teuer ein, Bagger. Vielleicht liegt dir das nicht. Zugucken und ambitioniert sein ist immer was anderes als selber fahren. Selber fahren haben viele Leute schon unterschätzt in dem extremen Hype von vom Racing. Haben sich ein Lenkrad gekauft und waren dann zu Hause ein bisschen enttäuscht. Also Racing ist immer mit sehr vielen Hausaufgaben auch verbunden. Und das liegt nicht jedermann. Also zugucken, wie gesagt, Romulus, ist ungleich selber fahren nachher, ne? Also man muss schon sehr motiviert sein. Nur als nette Vorwarnung, ne? Wenn es proof. Ah, siehst du, Kuno hat sich ja auch noch ein Wheel gekauft, sehe ich gerade. Matthias, habe ich dir... Hey, Marpels übrigens, dankeschön für 31 Monate. Und Joka, dankeschön für 2 Monate. Despo, danke für dein Prime. Ich glaube, das habe ich übersehen. Danke, Leute. Müssten wir fahren jetzt in die 4. Runde rein. Also müssten noch 4 Runden offen sein. Dirt bin ich schon gefahren. Wie viel Liter brauchst du dann am Ende ungefähr? Also ich würde fast sagen, um safe zu sein, 90. Ich müsste es nochmal ausrechnen. Warte, ich rechne das kurz aus. Okay. Wie viele Runden fährst du jetzt noch? Ungefähr 4. 4 bis 5. Sagen wir mal 4. Was haben wir an Verbrauch gerade? 3,15. Warte mal. Das wären dann 16 Minuten. Das heißt, wir würden 45 Minuten fahren. Mal 60. Dann haben wir die Sekunden durch 2, wir rechnen mal mit 5 im Durchschnitt. Sind 1080. Was rechne ich denn jetzt gerade? Was rechne ich denn gerade für eine Scheiße? 45 Minuten mal 60 Sekunden. Mal 60 Sekunden sind 2700 durch 124 sind 21 Liter. Kommen 21 Liter hin? Kommen 21 Liter hin? Das kommt doch gar nicht hin, oder? Warte mal, 45 Minuten mal 60 Sekunden. Rechnen wir mal 50 Minuten, sicherheitshalber. 50 Minuten mal 60 Sekunden sind 3000 durch
124 Sekunden für jede Runde. Sind wir bei, wir müssen 24 Runden fahren. 24 mal 3,5. 84 Liter. Also tanken wir auf 90 Liter. Wir müssen auf 90 Liter Sprit kommen. Alles klar. Pack ich hier rein. Bagger, was ich da schon wieder für eine Scheiße ausgerechnet habe, sag mal. Also, da darf es keinem erzählen, dass ich 4 Semester Mathe hatte in der Universität. Und das sogar noch einigermaßen gut abgeschlossen habe. Darf es keinem erzählen. Das ist eigentlich eine leichte Rechnung. Ja, ich habe aber so viel Adrenalin gerade in meinem Körper, dass klares Denken gerade nicht so einfach ist, Leute. Mein Körper bereitet sich gleich kurz darauf vor, hier reinzugehen und das zu halten, was wir gerade erreicht haben. Danke, Horny. Danke, Schussi. Schöne Grüße zurück an Pete. Gut, dass du es auch niemandem erzählt. Wieso? Hat doch gar keiner zugehört, Crazy. What? Niemand hat zugehört. Ja, Sieg, du hast so recht, Mann. Auf jeden Fall, Lexius, auf jeden Fall, Maga. Und wir sind mit den falschen Reifen und dem falschen Setup gestartet, also von daher ist das schon super. Bist du fertig? Ob ich fertig bin? Ja, ob du fertig wärst. Ja, ich warte nur auf dich. Okay. Dann komme ich wohl möglich diese oder spätestens nächste Runde rein. Sag ich dir gleich nochmal. Ja, warte, dann mache ich mich gleich komplett ready. Okay, ich wär ready. Guck, wie du kommst. So, Leute, ich verabschiede mich aus dem Chat. Ich fahre jetzt meinen Stint und ihr habt dann Spaß mit Xenthrin, okay? Ich würde reinfahren dann. Ich bin ready. Sitz. Bin da. Gut. Kannst du noch vielleicht 5 Liter mehr draufpacken? Ich hab. Okay. Zur Sicherheit? Ey, weißt du was? Pack lieber safe 10 Liter drauf. Mach mal safe, weil ich habe jetzt für dein Stint ausgerechnet bis runter auf 45. Pack ich mach 100 Liter rein einfach. Ja, genau. Knatter rein. Ist scheißegal. Wenn wir mehr Sprit haben, ist nicht so schlimm. Hauptsache die Reifen passen. Aber was ein Stint, Alter! Rakete, Junge! Uffi! Geflogen ist er! Ja, das war auch irgendwie das Aufregendste heute irgendwie. Warum auch immer? Naja, denk dran, du hast heute Abend noch eine Daily Quest, das könnte auch aufregend werden. Ah, ja. Alrighty. Here we go. Ich zähle gleich runter, da? Ja. Hast dann jetzt 102 Liter im Tank. Das reicht. Bin noch halb für die Zeit. Du musst wahrscheinlich deinen Spiegel dennoch noch mal einstellen, nachdem du die Boxengasse verlassen hast. Zumindest war es bei mir eben so. Ich habe ihn vorher eingestellt, war trotzdem wieder weg gewesen. Das. Ja.
10. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck und viel Spaß. Huch, ja, daran lag's, war noch nicht gemütet. Ja, Chat. Auf jeden Fall danke. Geiles Rennen, geiler Stint bis jetzt. Der Anfang wieder, lala. Naja, haha. Aber aktuell P5 ist doch ganz okay. Danke euch. Ich sag euch, ich bin gut durch. Ja. Der Kurs ist echt anstrengend. Ah, seht ihr, Reifendruck sieht doch auch bisher okay aus. Lexius, ich habe aktuell das Trustmaster T300, müsste das sein, mit dem Ferrari Alcantara-Aufsatz. Und den ganz normalen Plastik, oder was weiß ich, was das für Pedale sind, also die ganz schick normalen Trustmaster-Pedale mit Kupplung. Habe ich für günstig Geld, sage ich mal, vom guten Wambo bekommen, als Freundschaftspreis, weil mein altes Lenkrad mitten im Rennen letztens kaputt ging. Und ja, bisher fühlt sich's gut an. Besser als das Logitech auf jeden Fall. Und bin zufrieden damit.
Batzen, sage ich ihm gleich Bescheid mal. Auf der Geraden dann oder so. Ja, halt, Fisch, mal gucken. Ich habe mir jetzt erstmal vor kurzem die RTX 3080 gekauft. Und jetzt erstmal ein bisschen langsam wieder machen, ne? Aber ja, in Zukunft vielleicht, wer weiß. Mal gucken. Mr. Crone, ja, also für einige ist es interessant, für andere wiederum nicht. Kommt halt immer darauf an, wie stark da die Motion Sickness reinkickt. Ich sage mal, bei Assetto Corsa hat es mir nicht so gefallen mit VR. Aber in iRacing bin ich doch ganz gerne in VR gefahren und dann muss ich auch sagen, nach ein paar Minuten, Stunden auch schon deutlich schneller als ohne VR. Und ja, man schwitzt extrem darunter. Vor allem im Sommer. Also kann ich euch nur sagen. Slow car ahead. Yellow flag, be careful there. Kursierbar, gebe ich dir recht. Würde ich, wenn möglich, auch machen dann. Aber leider hat der Raum, wo ich jetzt drinnen sitze, wenig Platz und. Ja, aktuell leider nicht so möglich mit Triple Screen. Hab einen großen 32 Zoll Curved und der reicht erstmal, sag ich mal. Jetzt, er tut seinen Zweck, sag ich mal. Oder er erfüllt seinen Zweck, eher gesagt. Und sorry, Chat, für den räumlichen Klang, aber wenn ich mein Lenkrad aufgebaut habe, kriege ich mein Mikrofon nicht so nah nach vorne. Und dadurch hört sich das alles dann etwas räumlicher an. Ich hoffe, das stört nicht so viel in solchen oder. Mal ganz zu schweigen von meiner Aussprache. Ah, gut, wunderbar. Kuseba, nee. Fang da gar nicht erst an, über so Dinger nachzudenken. Ah, ah. Tolle Idee oder sowas finde ich auch nett, aber ich fühle mich da so unwohl bei, also vergiss das. Überhaupt nicht mein Ding, aber danke. There's a power! Ja, nice, P4 wieder. Er wird jetzt echt durchspringen, die 45 Minuten jetzt. Holla die Waldfee. Das wäre doch mal was Schönes, ey.
Ja, MVP. Ist gegen andere echte Spieler oder andere Leute halt auf der Welt. Kannst du aber auch im Singleplayer fahren gegen Bots. Was ich aber nicht so cool finde. Ah, du, Batzen, ich glaube, das macht's gar nicht so viel aus. Also, ob ich jetzt hier für 2000 Euro was stehen habe oder für ein paar hundert Euro, ich glaube, im Endeffekt macht mehr das Verständnis des Fahrzeuges, wenn du das Auto verstehst, wie es sich auf der Strecke bewegt, ja. Und du weißt, okay, in dem Moment musst du das und das tun. Ich glaube, das hilft dir eher, als wenn du halt, sag ich mal, 2000 Euro Equipment hast. Ultrakralle, vielleicht mit einem Custom Setup, aber ich sag mal, mit dem Aggressive Pre-Setup, was wir hier fahren mit dem Lexus, ist die Kurve unmöglich, Vollgas zu fahren. Ja, Kursierbar, da gebe ich dir recht. Einfach ein Witz, der keine Rollen dran hat, der nicht wegrollen kann, etc. Das wäre schon echt ein Vorteil vielleicht. Aber ich bekomme das trotzdem, sag ich mal, echt gut hin, so. Equi, da gebe ich ja auch recht, die Pedale sind zum Teil wichtiger als die Wheelbase. Wenn du jetzt natürlich irgendwie so einen 90 Grad China-Kracher da irgendwie auf den Tisch geschnallt hast, der bringt dir dann auch nicht wirklich was, da kannst du schon mal upgraden. Aber wenn du einen Thrustmaster hast oder so und dann halt dann noch gescheite Pedale drunter legst, dann hast du echt was Gutes da stehen. Ob du jetzt Fanatec, Thrustmaster, je nachdem, wenn du natürlich was Teures haben willst, gehst du nach oben. Bleibt jedem immer selbst überlassen, würde ich sagen. Ja, Batzen, wie gesagt, es kann gut möglich sein, aber ich möchte mich da gar nicht drauf festlegen oder so, ob ich jetzt nochmal oder sage, dass ich da jetzt irgendwie durch besseres Equipment nochmal irgendwie eine Sekunde schneller fahre oder so. Ich weiß es nicht. Kann ich euch echt nicht sagen. Ich habe damals mal auf der Sim Racing Expo auf dem Nürburgring, habe ich mal Fanatec probiert, war geil, aber halt ungewohnt und da kann ich auch jetzt schlecht ein Fazit machen, ob ich jetzt schneller bin damit oder nicht. Ja, Dosa, ich hatte auch vorher das G29, also den PS4-Verschnitt davon. Und da ist leider irgendwie im Lenkrad wohl was mit den Kontakten nicht mehr richtig oder irgendeine Platine am Verrecken oder so. Und wenn das Lenkrad warm wird, irgendwann funktionieren die Pedale nicht mehr richtig. Also, weiß nicht, was da los war. An sich hat alles nur funktioniert, bis auf die Pedale, wenn es warm wurde. Super, ja, ja, besuch einfach Nils. Ich glaube, so einfach ist das dann auch nicht. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe da gar kein Verlangen mehr jetzt irgendwie, wo es hier irgendwie 2000 Euro Lenkrad hinzustellen. Für das, was ich fahre, reicht mir das hier vollkommen, was ich hier stehen habe. Mr. Krohn, bei MotoGP hast du ja nur zwei Reifen. Im 4, also im Autorennsport, sag ich mal, ja, hast du vier Reifen. Sobald du mit allen Vieren von der Strecke runterkommst, sprich auf das Grüne, auf den Rasen, auf den Gravel, wird auch die Zeit ungültig und du bekommst nach zwei oder drei, je nach Rennsportart, auch eine Strafe dann. Ja, Madness, das sowieso dann. Da habe ich dann deutlich mehr Druck, sag ich mal, anzuwenden auf die Pedale. Da müsste ich dann eh gucken, dass ich mir irgendwas fixiere dann hier. Critical Hit, einfach mit den Standard Thrustmaster Pedalen, die beim T300 dabei waren, mit Kupplung, Bremse und Gas. Ich weiß gar nicht, was für Bezeichnung die haben, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das Lenkrad auch erst von einem Kollegen bekommen, weil mein altes kaputt ging, für den Freundschaftspreis. Ich habe weder den Karton hier aktuell stehen, noch gar nichts. Kann euch da echt nichts sagen drüber. Lass mich gerade mal schauen. Wenn ich es richtig sehe, 9 Sekunden. Was aber nicht stimmen kann. Nee, nee, das kann nicht stimmen, Leute. Warte mal.
Steht leider aktuell nichts drin, kann ich euch nicht sagen. Sobald ich was sehe, sage ich Bescheid, Schulden. Mr. Crone, das weiß ich nicht, ob es bei allen ist, aber ich sag mal, bei den gängigen ist es fast bei jeder Rennstrecke oder bei jedem eigentlich Sinn der Sache, sobald alle vier Reifen die Strecke verlassen, gibt es eine Strafe oder halt eine Verwarnung. Also bei P5 steht die Zeit, das wären 15 Sekunden aktuell auf Dizzy, aber ich sehe leider nicht nach vorne die Zeit. Die wird mir nicht angezeigt. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt wirklich realitätsgetreu ist, aber ich sag mal, du kannst dir bestimmt das ein oder andere hierbei erlernen, um das im realen Motorsport umzusetzen. Also natürlich ist es, du hast kein Gefühl dabei, du hast keine Gehkräfte, du hast kein Vibrieren vom Sitz da, also da fehlt ja alles. Aber ich sag mal, das ein oder andere ist bestimmt, sag ich mal, relativ gut dadurch zu trainieren, ne? Aber ich sag mal so, wie es ist, auf P3 werden wir, ohne dass sie einen Fehler machen, eh nicht rankommen. Das ist nämlich schöniger. Und der Typ, der ist eine Rakete. Nun ja, ich kann dir nicht viel sagen. Ich bin damals nur mit einem Clio mal über die Dings gehackt. Aber kann ich dir echt nicht viel sagen. Also, da habe ich keine Erfahrung mit realem Motorsport. Wie sieht es aus der Spitze? Weitermachen. Wie weit ist vor mir? Die 3? Das ist irgendwie ein Fehler bei mir, kann ich nicht sehen, nach hinten, aber 15 Sekunden. Okay. Wenn ich es weiß, sage ich Bescheid. Alles klar. Also P3 ist jetzt schon über Start und Ziel.
Bewege deinen Hintermann pro Runde bis circa 1 bis 1,5 Sekunden auf dich auf. Okay. Damit du Bescheid weißt. Wenn möglich, guck und das vielleicht ein bisschen mehr geht, ansonsten fahr einfach weiter, dann nehmen wir die 5 in Kauf. Das ist auch nicht schlimm. Stöckmann schon in der Box gewesen? Ja. Die haben alles absolviert. Okay. Geh mal ganz kurz auf die Toilette. Ja. Chat, bis gleich. Baby. Danke. So, Chat wieder da. Oh, okay, ja, sehr gut. Ist für uns gut. Für ihn natürlich nicht, aber für uns gut. Chat, wer fährt eigentlich von euch auch ein? Ist das der Corsa, iRacing oder irgendwas anderes? R-Faktor? Slow car ahead. Ah, doch so viel Leute, ja? Alle ACC jetzt durch Dizzy oder seid ihr schon vorher gefahren? Car on the right. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Ah ja, okay.
Ja, hätte ich nicht gedacht, dass es doch so viele gibt, die schon vorher gefahren sind, ne? Was? Mr. Krohn, die Farbe bedeutet nur, wie die Temperatur der Reifen sind. Grün bedeutet im optimalen Zustand. Gelb, orange, rot. Der Ferrari hat aber gerade schön reingesendet. Bläulich ist zu kalt. Der konnte nicht warten. Ja, aber hast gut reagiert trotzdem. Ah, da hat er sich eh verbockt da vorne. Ah, schade, Equi. Das Blaue für zu kalte Reifen. Blau für zu kalt. Grün, optimale Temperatur. Gelb, orange, rot für zu warme Reifen. Achso, und die Bremse, genau, ja gut. Ist halt in der Mitte, genau. Und das sind genau die gleichen Farben dann. Die macht dir keinen Stress, alles locker. Der hinter dir hat einen Fehler gemacht gehabt. Und der ist erstmal weiter wieder als 15 Sekunden hinter dir. Ja. Die Vorderachse schwarz, okay. Also in Assetto Corsa Krohn gibt es nur GT4 und GT3. Dann gibt es aber noch andere Simracing oder Spiele oder wie man es schimpfen möchte. Da gibt es ein LMP, da gibt's eigentlich alles. Du kannst dir eigentlich querbeet alles dir angucken. Von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber für jeden Bereich gibt es, sage ich mal, ein Spiel, wo man sich alles angucken kann. Ja gut, da fährt aber nur ein Auto mit. In den Cup-Klassen da im Assetto Corsa. Ich glaube einmal der Lambo und einmal der Porsche Cup, ne? Kuno, die Lizenz ist, glaube ich, schon zu Ende, oder? Deswegen haben sie ja das Spiel auch umbenannt. Dann musst du dir das DLC kaufen, Dippi. Wir fahren gerade GT3, Kron. Jo, danke dir.
Ja, der Z4 wäre natürlich echt schön, ne? Aber der wurde ja, glaube ich, zuletzt gar nicht mehr in so einer GT-Serie oder Sprint-Serie gefahren. Deswegen fehlt er, glaube ich, auch. Oh, Dippy, aber es gibt auch genug irgendwelche Tutorials im Internet, wo du dir durchlesen kannst oder auch ein paar Videos sogar. Also, wenn du möchtest, kannst du dir auf jeden Fall einiges da durchlesen und aneignen. Die Frage ist, ob du die Geduld hast dazu, ne? Ja, das ist selten. Oder mal die Verbindung irgendwie, dass die Verbindung mal abreißt oder so. Aber eher selten, Crone. Which one is not a crime? Das ist die Fahrzeugnummer. Jedes Team darf sich eine Nummer geben. In manchen Serien sind es vielleicht auch mal die letzten Platzierungen aus der Welt, also aus der Meisterschaft im vergangenen Jahr. Und hier aktuell darfst du dir einfach eine Nummer aussuchen und die fährt das Team dann halt. Ja, Equi, ist sehr schön, vielleicht noch ein paar Strecken zu bekommen. Und geschweige vielleicht sogar noch das ein oder andere GT3-Fahrzeug, GTE-Fahrzeug oder so. Vielleicht sogar mal LMP, wer weiß, wo die Reise hinführt. Würde ich auch nice finden. Dann kann man schön Multiklasse mal fahren. Und natürlich die Nordschleife, das wäre auch ein Traum. Die Nordschleife in Assetto Corsa. Zumindest in Kompetition halt, ne? In normalen ist es ja, glaube ich, drin. Crone, den einen oder anderen kenne ich hier, aber ich sag mal, wenn man halt länger in der Liga zusammenfährt, dann lernt man sich auch kennen mit der Zeit, ne? Da ich ja nicht angemeldet bin eigentlich in der Liga, sondern Dizzy heute mal nur aushilfe für das 3-Stunden-Rennen, kenne ich da 3-4 Leute vielleicht. LMP fährt keine Nordschleife. Zumindest keine irgendwie Rennserie, die jetzt irgendwie um einen Wettkampf geht oder so, ne? Also da kenne ich keine. Ach so, ja, okay. Ja, genau, so spezielle Events halt, da fahren die mal drauf. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich einfach zu gefährlich. Moinsen, man hat ja leider damals gesehen, was mit dem Nissan da passiert ist, der da über die Bande geflogen ist. Mehr möchte ich da gar nicht zu erzählen, es war echt scheiße. Und es war, glaube ich, sogar noch ein GT3-Wagen, ne? Ich stell dir mal vor, sowas passiert mit einem LMP, der da irgendwie fast irgendwie nochmal 100 km/h mehr drauf hat an der Stelle. Aber Koseba, ich liebe diesen Kurs, die Nordschleife, die ist wirklich so geil, die macht so eine Laune,
Und egal mit welchem Fahrzeug, es macht einfach Spaß da zu fahren. Und die ist einfach sau schwer, weil die so lang ist. So viele Tiefen, so viele Höhen. Macht einfach Laune. Genau. Kassenklon, hast du recht. Ich weiß gar nicht, ob Oschers Leben drin ist, aber Bills der Berg gibt's hier bei Assetto Corsa nicht. Gibt's aber, glaube ich, zum Beispiel bei Race Room. Machst du wunderbar. Romulus, ja, Spar gibt es. Wird auch demnächst, sag ich mal, lange gefahren. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, wir fahren noch Sparchat, oder? 12 Stunden. Ja. Ah, okay, liege ich richtig. Oh, die Box ist fürchterlich. Die ist fürchterlich. Du fährst mit warmen Reifen raus, bis du durch dieses ganze Ding da durchgefahren bist. Dann fährst du ja auf der anderen Seite auch nochmal durch. Sind die Reifen arschkalt. Ich glaube, ein Team ist ausgeschieden, Brown. Ich glaube, wir waren 24 am Anfang. Baby, give daddy some loving. Lentes. Lentes. Ja, das ist schon bestimmt, aber es hat trotzdem echte Qual, da irgendwie erstmal gefühlt eine Minute durchzufahren, ne? Calamero, wir haben gar nichts gefeilt am Setup. Wir fahren einfach das Standard-Aggressiv-Pre-Setup. Aber ich sag mal, beim 12-Stunden-Rennen werden wir bestimmt das ein oder andere ändern. Und das zieht sich manchmal über Tage, vielleicht auch über Wochen, bis man da einiges oder für sich selbst das perfekte Setup gebaut hat, ja. Und ich sag dir ehrlich, wie ich bin, ich habe auch nicht wirklich die Ahnung, wie man Setups baut. Ich mach's nach Gefühl. Ich krieg da, also klar, das Grundprinzip weiß ich, ja.
Aber meistens klicke ich dann manchmal da noch ein bisschen rum, teste das dann wieder 3-4 Runden, ob es dann besser läuft oder schlechter läuft. Je nachdem, verbessere ich es dann halt oder mache wieder zurück halt, ne? Und das geht dann manchmal wochenlang oder tagelang eher gesagt. Ja gut, den haben wir halt vor Beginn des Rennens haben wir schon noch mal ein bisschen angepasst gehabt, weil ich ja Qualifying gefahren bin. Und anhand der Temperaturen konnte ich dann halt ungefähr für diese Wetterverhältnisse jetzt im Trockenen ungefähre PSI-Drücke für die Reifen halt voreinstellen. Ja, also wer da wirklich komplett den Durchblick hat und volle Ahnung hat, also Hut ab an die Person oder an diese Personen, ne? Mit jedem Klick zu wissen, was man da tut, ist schon geil. Oder wäre schon geil, wenn man das auch beherrschen würde. Ja, du kannst zum Beispiel mit dem Motec-Tool halt deine Fahrten analysieren und anhand der Daten dann, sag ich mal, etwas anpassen am Setup. Aber ist auch nicht immer hundertprozentig dann besser, sag ich mal. Wenn es im Motec gut aussieht, kann es sogar sich auf der Strecke scheiße anfühlen. Ich habe es installiert, ab und zu nutze ich es mal, aber in den meisten Fällen lasse ich es einfach aus. Ja, Maga, du fährst Ast rein, wirklich. Geil, geil, geil. Das Rennen geht jetzt noch 11 Minuten circa. Oder knapp 12 Minuten. Genau das ist schon sich genauso. Du musst dich wirklich wohlfühlen drinnen. Oder mit dem Setup halt einfach wohlfühlen. Und alles andere, wenn du halt wirklich vielleicht Qualifying Setup hast, ja, da kannst du mal ein bisschen zappelig sein und ein bisschen aggressiver sein. Aber bei Endurance sollte es eben sehr, sehr stabiles Setup und da sollte jeder auch klarkommen mit. Also wenn du da wirklich ein Setup fährst, was richtig wackelig ist, aber zwar schon eine Zeiten gibt, bist du da eh im Arsch dann irgendwann. Ein kleiner Fehler und zack, die Karre ist weg und bei 12 Stunden, ja. Kannst du ja ausrichten, wie oft das dann passieren wird. Bekommen wir gerade die Meldung, Schöniger in der Box. Wird zwar knapp werden, wenn er 30 Sekunden steht, aber vielleicht reicht's. Hör mal, Horny, du fährst heute gar nicht, oder wie? Ich dachte, du bist da auch mit am Fahren.
Ich glaube, er fährt gerade raus. Ja. Okay. Oder? Nee, ist rausgefahren, ja. Ja, 13 Sekunden. 13 Sekunden ist er vor dir, glaube ich. Ja. Egal, vielleicht macht er noch einen Fehler. Mal gucken. Ja, ich schätze mal, die haben sich verkalkuliert mit dem Sprit oder so. Ah ja, gut, wie ich es gedacht habe. Ne? Oh ja, Klassenklon. Also heute ist er wirklich top in Form. Ja, ist sehr viel mit Rollen lassen, sag ich mal. Sehr, sehr viel Rollen lassen auf dem Kurs. Vor allem mit hier in den Geschlängel, wo wir gleich reinkommen. Vielleicht mal ganz kurz die Bremse antippen hier drinnen. Aber das meiste einfach rollen lassen. Stuhl sind. Ja, in 15 Minuten würde es regnen, aber das Rennen geht nur noch 6 Minuten. Von daher haben wir Glück. Ja, Stuben. Ja, ich habe nur gesagt, dass es nicht mehr regnen wird. Weil du gefragt hast eben, ob es nochmal regnen wird, oder? Also, oder bin ich jetzt neben der Spur? Chat, ihr hört mich noch, oder? Ach, Charinator. Okay, sorry.
Twitch Prime ist. Eco-Fresh. Okay, höre ich auch zum ersten Mal. Chat, ich will gleich ein paar Claps im Chat sehen, ja? Wenn wir durch sind. Also bis jetzt lief es wirklich mega, bis der Anfang halt da mit dem Regen und alles drum und dran, aber das haben wir auch gut hinbekommen. Ich will gleich den Chat richtig ausrasten sehen hier. Ich denke mal, eine Runde haben wir jetzt noch. Letzte Runde, bringen wir nach Hause. Ihr habt Ansprüche, Chat. Macht's doch erstmal besser. Nee, also wirklich, ich bin zufrieden. Für das, was damals, also die letzten Male, nicht so geil lief, sag ich mal, kann man doch damit voll zufrieden sein heute. Auch mit den ganzen Reifenproblemen da am Anfang. Tut mir leid. Ja. Ich kann halt nicht schneller. Da ist Dizzy einfach besser als ich. Ja, wir sind schon ich glaube jetzt schon 4-5 Mal bestimmt, oder? Ich glaube jetzt 3-mal in Events, dann müssen wir mal in iRacing. Ja, Matti, zumindest halt als Team aktiv, sag ich mal, in Ritter Corsa, ne? Da sind wir das erste Mal gemeinsam, dann sag ich mal, als Team gefahren. Aber so bin ich ja damals mit Dizzy noch im Racing da in der Liga gefahren, alles drum und dran, vor 4 Jahren, 3 Jahren oder wann das war. Zwar nicht als Team, aber gegeneinander.
Mit Sicherheit. Ratchet, aber jetzt erstmal schön in die Tasten hauen. P4 nach Hause gefahren, nach 3 Stunden. Wunderbar. Wunderbar. Magga, geil gefahren. P4. Und letzte Runde war die schnellste Runde. Geil. GG's. Good race. Holy shit, Junge. Geil. Freut mich. Car on the right. Clear on the right. Naja, dann haben wir trotz des einen weiteren Boxenstopps haben wir P4 nach Hause gefahren. Ja, kam gut durch dann, ne? Ja. Also ich glaube, dieses Mal haben wir richtig gepokert. Gut, der Anfang war ein bisschen mit den Reifen schwierig, ne? Aber sonst... Ja, aber ich denke mal, da wären wir auch nicht so viel weitergekommen, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich sag mal, die drei da oben, mit denen könntest du fahren, aber ich nicht. So, und naja. Ich bin 2 Stints gefahren, oder? Ja. Also einmal am Anfang dann mit eben noch. Also ich glaube, dafür, dass ich 2 Stints gefahren bin, ist das schon eine ganz schöne gute Leistung. Auf jeden Fall. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der Regenstint schon sehr, sehr stark war. Ja, definitiv. Wir haben keinen Patzer gehabt, glaube ich, oder? Nee. Ja, wisst ihr? Gar nichts. Dies war ohne Fehler. Ja. Vielleicht war ein kleiner Patzer mal kurz vor Ausritt gemacht, aber mein Gott, aber nicht gedreht war gar nichts. Nö. Hat wunderbar funktioniert diesmal. Leichten Verbremser. Ja, hat schon auch den einen oder anderen. Jo. Ja, klasse. Freut mich doch. Nice, ey. Ich glaube, das war das Beste, was wir bis jetzt mit Getpol in ACC gekriegt haben, oder? Sollte, ja. Zumindest jetzt positionsweise her, ne? Ja. Aber der Masurat, Alter, mein lieber Herr Gesangsverein, du. Der ging gut flott durch, ne? Der hat aber ganz schön geschoben, Junge. Wenn du mal überlegst, Marx ist 29 Sekunden dahinter. Aber der Schönige, der ist ja vom letzten Platz gestartet. Ist noch viel krasser, Alter. Ja. Das ist noch viel krasser, Junge. Und der war ja eben zum Schluss nochmal in der Box, weil er zu wenig Sprit dabei hatte. Das auch noch, ja. Ja. Also du kannst nochmal 30 Sekunden abrechnen, wenn es geklappt hätte bei dem. Nee, mehr eigentlich. Fast 40 Sekunden, wenn wir so will. Ja. Ja, klasse. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen viel Sprit dabei. Wir haben mal wieder etwas overcalculated. Ja, aber lieber so, als wie beim Schöniger. Ja, das ist wohl wahr, ja. Das hätte uns auf jeden Fall noch eine Position gekostet. Tja. Jungs, Entschuldigung, ich muss hier kurz mal durch. Wo ist die Box dafür? Hier. Und es fängt an zu regnen. Hau bloß ab mit Regen jetzt. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, Regen ist mittlerweile echt unser Freund. Ja, ich mag auch irgendwie, also im Regen, da fahren viele sehr langsam. Ja, aber wir kommen da echt gut durch. Also wir fahren auch nicht super schnell, aber ich glaube, wir kommen gut durch. Ja. Naja, P4. Ich glaube, ich habe mal wieder mit Konstanze geschlafen, oder? 4-4-4-4-4-4-4-3-4. Keine Ausreißer, ein Ausreißer. 4-4-4-4. Gut. Kann man mal machen. Oh, Chat. Danke fürs Klappen. Thanks you very much for clapping. Ist wieder im Discord? Okay. Oh, jetzt ist aber auch hier ein Gemüse heute, du. Oh. Ja, das glaube ich dir. Haben wir Emote an oder warum sind hier nur Emotes? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht haben wir Glück und die ersten drei kriegen noch Strafen oder so? Glaube ich weniger, aber man darf ja mal hoffen, ne? Extender, ich bin stolz auf uns. Also man muss ja natürlich dazu sagen, du hast ganz schön einen durchgeknattert in deinem Stint, logischerweise, aber war eine stabile Leistung. Ja, aber du auch heute.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, von uns beiden auf jeden Fall, ja. Ohne Patzer, ohne nichts, das ist doch super. Ja. Na ja, gut, wir haben jetzt zwei Plätze natürlich verloren am Start, ne? Aber... Ja. Aber ich sag, ja, ja. Aber die Leute, denke ich mal, hatten auch, sag ich mal, bestimmt mehr Übungen als wir. Wenn wir das darauf schieben möchten. Die hatten für den Regen einfach das bessere Setup, okay? Ja, okay. Die hatten für den Regen einfach das bessere Setup. Die waren viel besser vorbereitet als wir.